guck doch jetzt. Guck mal, die denkt sich so, aha, Fame sein, habe ich gar keinen Bock drauf. Jojo und willkommen zu... Zu Catcraft, da haben wir Patrick. Was? Couchcraft? Catcraft, guck mal, ich habe meine Katze mit ins Bild. Ich hab Couchcraft verstanden. Jetzt ist meine Katze Fame im Internet, ja? Es kennen einfach irgendwie so 50.000 Leute einfach die Katze. Einfach so, gerade eben. Guck doch jetzt. Guck mal, die denkt sich so, aha, Fame sein, habe ich gar keinen Bock drauf. Mann. Nee? Ich will gar nicht. Ich will gar nicht Fame sein. Ich will nicht im Internet sein. Jetzt wird die so auf der Straße kann. Hey, das ist eine Katze. Hey, bist du nicht die Katze von Rotbär? Oh, sie hat mein Mikro runtergedrückt. Okay, das oh, wie ist süß. So, jetzt habe ich sie gehen lassen. So, hi. Jetzt ist die Aufnahme auch kaputt, wie du meine scheiß Aufnahme kaputt gemacht hast, du kleiner Bastard. Wir haben gerade eben bei Petra ein sehr lustiges Video gemacht und ich habe die Aufnahme verbessert. Verbessert. Schaut euch das mal an und sagt mal, ob... Verbessert. Die war voll lustig. Ja, die war lustig, aber ich wollte die ganze Zeit nur erzählen. Wegen mir. Eigentlich ja, ist Petrit voll langweilig. Ja, ist auch. Ist langweilig, auch so. Langweilig. Ich wollte die ganze Zeit... Bla, bla, bla. Mich am Arsch. Ich wollte die ganze Zeit nur erzählen, wie mein Lehrer meine Videos jetzt guckt und mich abonniert hat. Und Felix war die ganze Zeit so richtig böse und hat so gesagt, ja, er sei cooler. Petrit, so, ich habe einen Kanal am Start. Das habe ich nicht zu meinem Lehrer gesagt. So, ey, was, warum Petrit Let's Play? Ja, ich habe einen Kanal am Start. Da ich habe gesagt, ich betreibe einen Kanal. Ich betreibe. Jetzt heißt es auch noch betreibe. Werd doch gleich zum Allmann. Ich betreibe. Das habe ich noch nie gesagt in meinem ganzen Leben. Ich betreibe einen Kanal. Wir haben so in Deutschunterricht so das Thema gehabt mit den Kommunikationsmodellen, ne? Und da mussten wir von so einer Kurzgeschichte eine Inhaltsangabe kurz machen erstmal, ne? Am Ende der Stunde. Dann habe ich einfach so eine richtige Inhaltsangabe gemacht, wo einfach, das ist einfach so heftig. Warte, ich hole jetzt raus. Du würdest sagen, ich bin der größte Allmann. Soll ich kurz für eine Minute, muss ich kurz zur Küche meine Tasche holen? Doch, du wirst dich behindert lachen, wie ich das geschrieben habe. Nein. Felix? Ey, hör auf! Boah, jetzt muss ich mich schon wieder hier durchbauen. Hat du die Erde weggemacht, die ich hier gesetzt habe? Danke fürs Sterben. Jetzt verpiss dich aus meinem Haus, weil du mich angegriffen hast. Ich bin fast tot. Nein, Felix. Ich bin hier, fast tot. Du bist hier eine Kartoffel. Ich nehme dein Allmann-Essen nicht. Bitte, Felix. Bitte, Puh, Felix. Puh, Alter. Fuhr auf dich am Nacken. Bitte, Felix. Bitte. Bitte. Oh, mein Felix. Felix. Mein Felix! Was soll das? Felix. Warum tust du das? Felix. Was soll das? Felix. Felix, warum machst du das? Okay. Geht's dir gut? Ich bin ein guter Schauspieler, ne? Nein. Doch, ich bin ein guter Schauspieler! Alter, ich bin fast tot! Ja. Ah! Ich hab die Scheiße. Kann mir nichts farmen. Ich bin Felix LP. Verpiss dich! Sag, dass du mich magst. Ich mag dich, aber verpiss dich! Sag, dass du mich sehr magst. Danke! Sag, du magst mich sehr. Du magst mich sehr. Nein, du sollst das so sagen, dass ich mich angesprochen fühle. Das so sagen, dass ich mich angesprochen fühle. Hey, Felix! Nicht mich angreifen! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Du schlägst mich jetzt nicht mehr. Ich mag dich nicht, wenn du mich nochmal schlägst. Okay, sag, dass du mich magst. Dass du mich magst. Sag. Oh, Felix. Sag. Ich bin cool. Ich bin cool. Hallo. Hallo. Baum. Baum? Ich bin schwul. Ich bin cool. Ich stehe nicht auf Penisse. dieser Zombie da draußen will Beef. Kriegt er aber nicht. Ich dachte, du willst jetzt jedes Wort nachsprechen. Naja. Nein. Oh, okay. Das Glück, dass ich keine Pfeile habe. Ich hätte meine Mutter bis nach Afghanistan zerstört. Weißt schon, die guckt meine Videos, ne? Hallo Mama, Frau Fradi, ich mag sie sehr. Die kochen auch so schön. Die hat noch nie für dich gekocht. Ich weiß, leider. Aber sagt die so, ja, Petzl kann doch heute auch vorbeikommen. Immer wenn ich da bin, so. Immer mit Pizza bestellt, so richtig. Ja, immer wenn er da ist, so verpiss dich mit dem Kanaken. Ja, ja. Ja, meine Mutter ist so voll rechts. Ja, gar nicht, ey. Ja, gar nicht, ey. Hä, bist du das? Was?
Ja, bin ich vor dir? Wo bist du? Ja, du bist vor mir. Hä, hey, siehst mich nicht? Bist du doof? Warum kann ich dich nicht hitten? Hä, hey, wie, du kannst mich nicht hitten? Hey! Ja? Oh, ich wurde vom Server gekickt. Also. Echt? Wurdest du echt vom Server gekickt? Ja. Beste Internet-EU, Alter. Warum können wir miteinander reden? Ja, ich weiß auch nicht. Ich dabei stand ich gar nicht vor dir. Ich war einfach voll weit weg und du standst so auf der Stelle wie ein Dummkopf. Ja. Ja, ich habe heute übrigens die Lemon Face Challenge hochgeladen. Ja. Ich hoffe, die gefällt euch. Da waren nämlich ein paar Leute, die haben dann auch geschrieben, so, leiden für das Gute, das ist gar nicht der Sinn der Challenge, man soll ja nicht leiden, man soll nur dem nachempfinden, wie die Leute sich in Afrika oder so fühlen. Doch ja, egal, das ist doch so egal, wie der Titel gestaltet ist, Hauptsache man tut was Gutes und dann gibt's immer wieder Leute, die sich darüber abfacken. Da, ja. Wisst ihr, was ich da denke? Da meinte, so, von hinten auf den Kopf drauf. Verstehe ich einfach auch das, nicht. Das verstehe ich nicht, weißt du, dann tut man sowas Gutes. Und dann gibt's immer Leute, die was daran auszusetzen haben. Warum können nicht mal die Hater lieb sein? Das ist doch warum egal, Alter. Anstatt man sagt so, hey Felix, ich finde es so toll, dass du etwas Gutes tust und dich für die Kinder in Afrika einsetzt. Und dann kommen so Kommentare wie, dein Titel ist falsch. Und dann denke ich mir so, dein Gesicht ist falsch. Dein Kanal ist falsch, dein Banner ist falsch, deine Beschreibung ist falsch, dein was auch immer ist falsch. Ja, du sollst mal jetzt nicht übertreiben. Dein Penis ist falsch, alles ist falsch. Dein Penis ist auch falsch. Auf jeden Fall, ich bin gleich gespannt, wie ich mich anstelle. Gespannt wie ein Fletz, aber... Du sagst also, dass die Challenge, dass ich nicht so sage... Also ich habe ja erstmal Felix so geschrieben, ja... Ja, Petter hat erstmal große Töne gespuckt, hat gesagt... Also es ist ja... Ach, easy. Weißt du, alle, die das gemacht haben, sind Hurensöhne, hat er gesagt. Ist es eigentlich bekannt? Voll die Wichser. Hä? Felix, ist es eigentlich bekannt, dass ich ein Vielfraß bin auf YouTube? Ja. Ich glaube... Also ich kann euch ja mal schildern, wie das ungefähr ist, wenn man mit Petrit unterwegs ist, wie viel der isst, ne? Es gibt natürlich Tage, wenn Petrit dann mal sagt, ich habe keinen Hunger, dann sagt man so, yo, Petrit, Alter, bist du krank or what? Turn down for what? Nein, also Petrit ist wirklich so, wenn man mit dem unterwegs ist, man ist zum Beispiel mit dem bei Kollegen und dann isst der einfach so zwei Schalen Müsli und denkt sich so, boah, Junge, easy, zwei Schalen Müsli, weißt du? Dann hat er die zwei Scheiben Müsli gegessen, dann geht man raus. Boah, Junge, du kannst dich mal ganz schnell verpissen hier. Ich brauch das nicht mehr. Ja, erzähl weiter. Der isst dann Müsli und dann sagt er danach so, warum nicht noch ein Döner, ne? Und dann so, isst er einen Döner? Und dann einfach danach nochmal so, warum nicht noch ein Döner? So, der konnte easy noch einen Döner essen. Oder zum Beispiel, das war schon das ein Teil der Geschichte. Danach hat er dann teilweise sogar noch Hunger. Und dann letztens bei mir, ne, er pennt so bei mir. Wir gucken so, ich glaube abends haben wir da Dragon Ball oder sowas geguckt. Ja, ja, kann sein. Irgendwas. Und ich schlaf so ein, am nächsten Morgen komme ich da unten und dann fehlen auf einmal so Joghurts aus dem Kühlschrank. Ne? Ich so, hä? Weil ich hatte sturmfrei und dann Petrit so, ich bin gestern nochmal runtergegangen zu geschlafen, das hat mich nochmal beim Essen bedient. Und ich so, yo, nigga! Ich habe jetzt mal zwei Joghurts gegessen, dann nochmal diesen Geflügelsalat da in der Box und noch ein paar, glaube ich, so noch so ein... Hanuta, dann Knoppers, was auch immer. Ja, und am besten, wir gehen so runter in die Küche. Und es ist so, ich hab Hunger, ne? Ich so, okay, mach ich ihm Müsli, ne? Ich mach mir auch ein Müsli, wir essen das so. Und dann sagt er so, weiter. Und dann so, hol die Toast raus. Und dann tue ich so Toast in den Toast. Und dann streichelt sich die Toast und schaufelt sich währenddessen so ein Löffel Müsli in den Mund. Und dann einfach während der Toast fertig ist, beißt er in den Toast rein, dann nochmal Müsli. Und dann nimmt er sich eine Banane und schält sich noch eine Banane dabei und frisst die. Und alles gleichzeitig. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch so viele Dinge gleichzeitig fressen kann. Und Petrit ist wirklich so der Nachkomme von Son Goku, ey. Ohne Witz, aber noch. Also, ich weiß nicht, es gab mal so einen krassen Tag, das war nicht mit dir, sondern einmal mit Tobi. Da habe ich einfach so viel gefressen, das war nicht mehr normal. Da habe ich mir gedacht, okay, stimmt etwas mit mir nicht. Naja, wie gesagt, also Essen ist aber auch. Dass das die Erkenntnis gut. Jetzt erst kommt. Ja, und aber das egal. Ding ist, was mich am meisten an der ganzen Sache abfuckt, der wird einfach nicht fett! Der wird nicht fett! Wenn ich so eine Pizza esse, direkt so noch ein Rettungsring mehr, Alter, und er so, wow! Church, Alter, bei dem ändert sich gar nichts. So ein Millimeter Bauchumfang bei 8 Pizzen, ey. 8 Pizzen. Ja, ohne Witz, ey. Oder so, ich bestell so eine Pizza und dann sagt er so, boah, ich hab immer noch Hunger, ne? Einfach so eine riesengroße Maxi-Pizza gegessen. So, ich könnte davon zwei essen, so richtig stolz, wie so ein kleiner Kaiser. So, ich könnte auch einer davon essen. Und ich denk mir so, ja gut. Hat er gesagt. Ja gut, hat er gesagt, dass er noch eine Pizza essen kann. Ich von nach dem Ding so richtig am struggeln. Ich bin fast am Kotzen. Manchmal gibst du mir auch die zwei letzten Stücke. Ja, und ich bin so an der Pizza so, oh Digga, ich kann nicht mehr überleben.
Und er einfach so, haha, easy. Er gönnt sich einfach so die Pizza. Auf was wir eigentlich hinaus wollten, ist, dass ich gesagt habe, wett, ich werde die Zitrone genießen, weil ich eh alles esse. Das, worauf wollten wir eigentlich hinaus. Naja, aber ohne Witz. Aber vielleicht unterschätze ich das auch. Ich glaube, das wird eine Qual für deinen Körper. Ich glaube, das wird, bin ich gleich gespannt, wie ich mich anstelle, auf jeden Fall. Ja, hier muss man. Ja, du, ich glaube, du wirst richtig in den Arsch gebumst. Ich glaube, das wird, mal sehen. Wir haben auch erst 16:30 eigentlich. Ja, ich gehe auch gleich direkt und nehme das auf und, ja. Ich hab noch Zeit. Ja, was tun wir denn sonst noch heute so, Patrick? Wir sollten mal, ich habe gehört, dass mal bald Couchcraft kommt. Couchcraft, ja. Bin ich, aber ich hoffe, die... Du könntest sogar theoretisch, ne, jetzt mal ganz von der Theorie hier, ne? Ja. Könntest du heute vorbeikommen? Soll ich kommen? Dann kannst du deine Lemonface-Challenge hier aufnehmen. Theoretisch. Wenn ich bei dir hochladen kann, kein Problem. Nö, aber Internet kostet 10 Euro die Stunde. Alter Fresse. Ich lasse mir aber noch kurz gleich... wenn ich mir gleich von meiner Mama die Haare schneiden lasse, dann komme ich gleich. Okay. Gleich alle Kommentare. Du lässt von deiner Mutter die Haare schneiden? Weil ich habe dir ja gerade in meinem Video erzählt, wie das eigentlich ist, aber... Naja, egal. Ja, nur, Patrick ist immer so... also Revi hat ja schon mal in Videos erzählt, ich bin unzuverlässig, ne? Aber der Patrick, ne? Ich bin nicht unzuverlässig. Der ist nicht unzuverlässig, aber der sagt so, sagen wir mal, es ist 16 Uhr. Er sagt so, ich fahr los. Ja, okay. Und dann denke ich mir so, tschüss, wo ist der Arm? Und dann so, schreibst du seinen Bruder an, so sag ich so, hä? Für wann fährt Patrick los? So, ha, so eine Stunde später oder eine halbe Stunde später, so, ja, der fährt jetzt los. Hat so vorher schon so geschrieben, so, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon im Bus, so, und dann schreibe ich Ben schon an, so, ja, wo bleibt Patrick? So, ja, der fährt jetzt los, der hat gerade die Schuhe angezogen. Ich denke mir so, du kleiner Lärmel! Ja, ich weiß, aber letztes Mal... Ich weiß, ich schreibe immer Spend an. Ich weiß, aber letztes Mal hast du schon überrascht, als du dachtest, ich würde noch irgendwie zu Hause sein. Ja, genau, ich sag so, ja, Patrick, wann fährst du los? Ja, ich bin eine Haltestation vor dir. Ich, okay, gut. Da hat er sich Felix schon ein bisschen gefreut. Da war ich ein bisschen geflasht, da ist mein Herz aufgegangen. Und dann sagt er so, komm mit Longboards zum Busbahnhof, ne? Ich so... Okay, ne, ich stell mich so auf mein Longboard, pack mir so ein Longboard unter meinem Arm, ich komme so an, steht der da so und grinst mich an, ich denke mir so, der kleine Junge. Nein, ich sag nix. Wollte eigentlich, sonst verstehen wieder irgendwelche Fanfictions oder so. Aber wir wollten uns eigentlich umarmen? Nee, eigentlich nicht. Ich umarme uns immer, wenn wir uns sehen. Stimmt eigentlich. Los? Ja, genau, Patrick grinst mich immer so an, hat schon erwartungsvoll so die Arme auf. Ich sag so, verpiss dich, du ekelhafter Wichser. Halt gar nicht, ey. Du kommst immer so und berührst meinen Bart immer. Ich, okay, ich penetrate immer sein Battle. Okay, ich würde sagen, bevor das hier zu intim wird, wir haben, glaube ich, unser Limit erreicht. Ich hoffe mal, weil ich habe nicht ganz genau auf die Uhr geguckt, aber ich schätze mal, doch, das sollte jetzt langsam vorbei sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einfach mal 100.000 Likes da, dann machen wir den Let's-Draw-Tisch kaputt. Ja, genau, sprechen wir halt alles nach. Und ich würde sagen, wenn ihr die Lemonface-Challenge noch nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall da vorbei. Die nächste ist nämlich dann beim guten Patrick, der hier mit mir aufgenommen hat. Der Patrick Let's Play LP. Bei dem auf dem Kanal, da wird man die nämlich auch, zu sehen sein. Ich weiß nicht, wann lädst du die hoch ungefähr? Ja, bei dir. Also, heute so noch? 19 Uhr circa. 19 Uhr, hoffen wir mal gegen 19 Uhr. Das ist, was wird. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ne, 100.000 Likes, der Strawtisch wird kaputt gemacht. Und schreibt auf jeden Fall nette Kommentare, weil ich freue mich immer sehr über Kommentare. Und ich würde sagen, wir lesen die immer sehr gerne. Macht immer sehr Spaß. Das hat sich voll ironisch angehört, Alter. So, wir lesen die immer total gerne. Wir lesen die immer zusammen, das weißt du. Dann mach ich wir sitzen immer so vom Computer mit so Tipps und dann so, guck dir den an. Ja, auf jeden Fall. Gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.